Hallo, ich bin im Robinson Club Quinta da Ria in der Nähe von Faro in Portugal. Und wir haben schon 3 Tage hinter uns. Und in diesem Video möchte ich dir erzählen, welchen Schwunggedanke meine Schüler diese Woche am meisten verwenden müssten, um die Bälle gerade zu schlagen und weiter. So, ich werde jetzt ein Eisen 4 verwenden mit folgendem Schwungtipp. Ein sehr häufiger Fehler ist folgendes. Der Abschwung wird mit Händen und Armen geleitet. Warum? Der Golfer möchte den Ball weiter schlagen. Er oder sie setzt so Kraft ein. Und das hat mehrere negative Wirkungen. Man kommt so leicht von der Ebene weg und die Hände werden dadurch fest, und mit festen Händen wird man sehr schwer die Arme senken, was so notwendig ist. Und wenn die Hände fest sind, werden die Handgelenke nicht richtig eingesetzt und ausgenutzt. So, ich werde jetzt erstmal einen Schlag machen, wo ich den Abschwung nicht mit den Händen und Armen starten werde. Und ich werde ja einen guten Kontakt auch haben mit einem ganz leichten Divot, wenn überhaupt. So, um den Ball jetzt sauber zu treffen, habe ich Folgendes getan. Und daran haben wir sehr viel gearbeitet. Beim Abschwingen haben wir versucht, mit den großen Muskeln den Abschwung einzuleiten. Das heißt, mit der linken Seite wird gezogen. Es gibt eine leichte Verlagerung nach links. Die Hände haben wir versucht, so weich und locker wie möglich zu halten beim Abschwingen. Und dann haben wir den Körper gedreht. Und anschließend, und das ist sehr wichtig, haben wir es gestattet, dass der Schlägerkopf die Hände überholt. So, die Reihenfolge ist wichtig. Und diese Übung ist ganz gut, wenn du den Schläger so vor dir hältst und um deinen Körper schwingst. Ich drehe jetzt nur meinen Körper. Du merkst, ich verlage mein Gewicht nach rechts und dann nach links. Aber ich bleibe in der Mitte und automatisch wird dieser Winkel gelöst. Und es wird gelöst im richtigen Moment. Warum? Weil ich erst das tue und dann das. Aber das muss kommen. So, wenn ich den Schwung mit steifen Händen starten würde, dann würde es ungefähr so aussehen. Da kam ein Slice. Divot ist sehr tief. Und ich konnte kein richtiger Power generieren. So generierst du Power. Und so kriegst du auch das Blatt gerade, damit der Ball gerade fliegen kann. So, danke für das Zugucken. Falls dieses Video dir hilft und dich weiterbringt, abonniere Wohnhotry Golf. Tschüss.